Hallo und herzlich willkommen zu Martins Warentest. Wir wollen uns heute zwei Möglichkeiten ansehen, wie man Musik vom iPod oder iPhone in sehr guter Qualität ins Wohnzimmer oder auch ins Arbeitszimmer bekommt. Unser Kandidat Nummer 1 ist das iDeco von Peachtree Audio. Die Besonderheit dieses Geräts besteht darin, dass der iPod hier direkt mit einem Röhrenverstärker gekoppelt ist. Das verspricht zumindest von Herstellerseite aus einen besonders guten und klaren Sound. Der iDeco ist schon eher fürs Wohnzimmer gedacht, auch das sieht man auch am Design. Allerdings ist er im Unterschied zu herkömmlichen Stereoanlagen schon stark auf digitale Medien spezialisiert. Man kann damit nicht nur iPod-Musik abspielen, sondern hat auch die Möglichkeit, ihm Sound über einen optischen Eingang, also zum Beispiel von einer PlayStation 3, über einen koaxialen digitalen Eingang oder auch über USB zuzuführen. Wenn man dann zu faul ist, aus dem Sessel oder vom Sofa aufzustehen, kann man das iDeco auch mit der Fernbedienung steuern. Die ist allerdings vom Design her nicht so wirklich gelungen und sieht doch eher wie ein billiges Plastikteil aus. Billig ist das iDeco nicht wirklich, es kostet ungefähr 1200 Euro. Dabei sind allerdings noch keine Lautsprecher inklusive. Der Hersteller rechnet natürlich damit, dass man eh schon eine gute Lautsprecheranlage besitzt. Alternativ bietet er natürlich auch eigene Lautsprecher an, die dann auch vom Design her passen. Für unseren zweiten Testkandidaten habe ich mich aus dem Sessel erhoben und auf einem Hocker platziert. Dass man das Instrument jetzt nicht sieht, liegt daran, dass es sich unter mir befindet. Es handelt sich dabei um den sogenannten iTamTam, einen iPod, eine iPod-Docking-Station, die in einem Hocker eingebaut ist. iTamTam ist ein vollwertiges Sitzmöbel, das Menschen bis zu 100 Kilogramm Körpermasse aushält. Nachempfunden ist es den berühmten TamTam-Hockern der 70er. So wie damals hat es die gleiche Form. Der Nachteil der Bauform ist allerdings, dass der Stereo-Effekt nicht wirklich optimal ist. Zumindest wenn niemand auf dem Hocker sitzt, ist der Sound aber gerade fürs Arbeitszimmer recht okay und angenehm. Auch beim iTamTam ist eine Fernbedienung inklusive, die scheint so eine Regel zu sein, vom Design her jetzt nicht wirklich dazu passt, aber ihre Funktion erfüllt. Der iTamTam kostet ungefähr 400 Euro. Beachten sollte man, dass man gerade Besuchern unbedingt anempfehlen muss, da Vorsicht walten zu lassen beim Hinsetzen, denn wenn man sich zu weit nach hinten setzt, dann bricht man den iPod ab. Meine Meinung zu den beiden Geräten, der iTamTam ist doch mehr oder weniger ein Gag für Menschen, die sich für klassisches bzw. modernes Design interessieren. Der iDeco hingegen ist für Kunden gedacht, die gerade in ihrem Wohnzimmer besonders viele digitale Quellen zur Verfügung stellen wollen oder auch zur Verfügung stellen müssen, weil sie eben zum Beispiel zusätzlich noch eine PlayStation und eine Xbox und vieles andere besitzen. Auch DVD-Player kann man ja über das optische Kabel einschleifen. Und für die ist es doch eine interessante Alternative.